Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War. Wir sind wieder zurück am Start und wie immer schnacken wir nicht lang rum, wir gehen direkt ins Spielgeschehen rein. Und jetzt ist die Frage aller Fragen, was haben wir die letzte Folge alles nicht gemacht? Konstantinopel, genau, macht Ärger, obwohl das Ding eigentlich voll ist. Wollen wir schon Bordell die nächste Runde und so? Ja, gut, ich könnte das jetzt theoretisch abbrechen, ne? Dann kann er das schon mal anfangen zu bauen. Aber ich glaube, Konstantinopel wird sich nächste Runde schon beruhigen. Ich hoffe es einfach mal, weil hier sind so viele Truppen drin. Das wäre schon ärgerlich sonst. Und dann machen wir bereit für Nicea oder so. Du belagerst weiter, da machen wir die Schlacht noch nicht. Bist auch am... Warte mal. Ah, ja, stimmt, die gotischen Ritter und so. Ja, das schmeckt wieder gut. Ach, wunderbar. Wenn ich das schon sehe, habe ich gute Laune. So, hier stellen wir noch mal ein bisschen was her. Und dann kann der nächste Runde auch mal runter. Ansonsten, was ist hier? Dich habe ich gesehen, Madame. Wäsch mit dir. Na, wir haben zwar keinen Papst mehr über uns stehen, aber trotzdem, so weit will ich hier nicht sehen. So ein bisschen noch mal rüber gucken, hier ein bisschen was bauen. Novgorod ist sicher, Vilnius können wir nicht weiterbauen, genauso wie in Halytsch. Hier sind wir noch bei. Bran ist ein General drin, der ist auch jung. Der kriegt auch neue Einheiten, hier haben wir auch schon die gotischen. Hier würde ich sowieso aber sagen, dass wir noch ein bisschen mehr Variation reinbringen müssen. Deswegen stellen wir dann noch die da nachher. Nur Kavallerie, also kann man auch machen, aber wenn wir halt Städte belagern wollen oder sowas, ist schwierig. Aus alles, zack, mal so. Vielleicht beruhigt sich dann Thessaloniki. Den Ketzer da einmal. Brand belagern wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ihr stellt noch her für Neapel. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal in die nächste Runde. Also kann sein, dass ich irgendwas jetzt übersehen habe, aber jetzt auf dem ersten Blick würde ich nie sagen. Zack. So. Wir haben jetzt die Chance, in Rom nochmal zurückzuerobern. Und da müssen wir in Echtzeit schlachten? Ja, müssen wir. Alles klar. 3 zu 4. An sich haben wir gute Truppen dabei, nicht so viel Kavallerie, wie ich gerne hätte. Ja, einiges an Fernkämpfe, einiges an Speerträgern. Der Kollege selber hat auch zwei Speerträger dabei. Oh. Und der ist irrelevant, alles klar. Wir machen natürlich die Schlacht, weil es ist jetzt auch nicht so, dass es eindeutig los ist. Das könnte man nach Hause holen. Und wie gesagt, dann haben die Papststaaten da erstmal nochmal einen Dämpfer kassiert bekommen. Plus wir haben Rom wieder. Das wäre jetzt ganz nett. So, Positionierung starten. Sehr viel Fernkampf hatten die. Wie setze ich die Kavallerie? Nehme euch. Und setze euch immer hier hin. Da muss ich jetzt ein bisschen mit aufpassen. Ich werde trotzdem von links und rechts wieder mit Kavallerie kommen. Also die klassische Aufteilung. Der Anführer kommt mit, weil je mehr Kavallerie, umso besser. Und mittig werden wir mit, ganz ehrlich, mit Feudalrittern drauflaufen auf die Gegner. Bin ich ganz early zu euch. Machen wir gerne einmal dann zu 3 gleich, oder? Zack, zu 3. Und du gehst gerne dann auf diesen einen Trupp, der kommt. Auf den kannst du gehen. So. Oh, die Armee ist da hinten schon direkt, ne? Die ist gar nicht so weit weg. Mit anderen Worten, wir sollten relativ schnell eigentlich, ne? Geh du mal hier lang. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich mich auch ein bisschen bewegen darf. Oder dass die Gegner gleich durchdrehen da hinten. Und ihr geht hier lang. Aber ihr rennt auch bitte. Da muss ich jetzt direkt dann reinhauen. Let's go. Ja, die kommen alle hier lang, ne? Drauf geschissen. Dann gehen wir auch hier lang. Okay. Einmal hinten außen rumlaufen. Okay, jetzt müssen wir schon reagieren. Erstmal rauflaufen lassen, bisschen verteilen. Ihr kennt die Chose. Erstmal verteilen und dann könnt ihr mal rauflaufen, bitte. Ebenso hier, du hast die päpstliche Garde. Renn du mal darauf. Mit dir rennen wir einmal durch. Du gehst auf die, bitte. So, ganz schnell mal rum. Alles klar, geht los. Warte mal rauf. Durchlaufen. Und jetzt müsst ihr sandwichen. Jetzt muss das gute alte Sandwich, der Sandwichmaker muss rausgeholt werden. Es geht nicht anders.
General ist... Ah, mein General muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn der stirbt, ist sowieso die Moral direkt im Eimer. Nice! Das ging wahnsinnig schnell. Das ist aber wichtig. Der General der großen Armee ist weg. Das war importante. General mal kurz in Sicherheit bringen. So. Und auch wenn er nur für die Moral vielleicht erstmal da ist. Das passt schon. Ich mach bitte die weiterhin kaputt. Es läuft nicht allzu schlecht, möchte ich meinen gerade. Aber ja. Die schießen sofort. Was ist das da? Okay, die haben nur das als Fernkämpfer. Weißt du was? Dann rennen wir kurz raus. Vielleicht können wir da was reißen. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus für die Gegner. Sehr stark. Ja, da werden sie zurückgedrängt. So, hier pushen wir einmal rein. Die können auch schießen. Töten aber niemanden. Kommen die angelaufen? Fliehen die schon? Ah. Wir müssen aber abhauen, weil sein General kommt. Das ist der Papst, glaube ich, auch. Oder der Stellvertretende des Papstes, keine Ahnung. Bleibt mal darauf, ihr kommt her. Gut, hier sind die Papststaaten gerade sowieso schon am Verlieren. Und ich würde gerne schon meine Armee wieder fertig machen, ehrlich gesagt. Die haben es auf meinen General abgesehen. Okay, alles klar. Kein Problem. Abkapseln, falls ich es kann. Drauflaufen. Wir nehmen mal die ganzen Speerträger kurz raus. Rauf auf den Papst. Wir gehen immer noch darauf. Und ihr Uppsala. Rauf. Ja, guck dir das an. Ja, ja. Der Papst wird nicht lange machen, denke ich. So. Wo ist er? Wo ist er? Kollege Schnürschuh. Meldung habe ich noch nicht bekommen. Ich sehe den nicht. Ist er hier? Hä? Ich würde gerne sehen, wie es gerade um ihn steht tatsächlich. Da ist er. Mensch. Umringt von Speerträgern, da machst du ja nix. Push mal rein da. Ja. Da ist der Papst weg. Oder der Stellvertretende des Papstes. Weil ich glaube nicht, dass der Papst selber kämpft. Sehr schön. Ah, das ist die doch spitze. Sehr schön. So, wir haben kaum noch Kavallerie, das muss man dazu sagen. Aber es hat gereicht. Geht doch mal nochmal rauf, bitte. Machen wir die weg, dann ist auch Rom hier. Sehr schön. Damit gehört uns Rom wieder. Sehr gut. Dürfte jetzt aber auch nicht allzu viel Geld geben, glaube ich, beim Ausrauben, ne? Doch, immer noch 21.000. Okay, so lange war Roma eigentlich nicht mehr in den Okay, na, ich sag nichts. So, wir sind auf jeden Fall nächster Papst. Alles klar, sind wir tatsächlich. Aber wir haben auch viele Kardinäle gehabt, also da haben wir jetzt gerade einfach die Überhand. Alles klar, wir stellen anscheinend den nächsten Papst. Wir könnten sogar einen Kreuzzug starten, wenn wir wollten, ne? Das Ding ist, wir werden sowieso unseren Papst wieder, wir werden trotzdem die Papststaaten weiter angreifen. Bin ich ganz ehrlich, scheiß drauf, ob da jetzt unser Papst auf dem Thron sitzt. Finde ich ein bisschen schade, ist natürlich ein älteres Spiel, da kann ich jetzt nicht allzu viel Anforderungen reinstellen, sage ich mal. Aber wäre eigentlich voll geil, so, das ist jetzt unser Papst, der da jetzt an dieser Machtposition ist. Dass wir jetzt, weiß ich nicht, Stress mit den Papststaaten, mit unserem Papst haben können, ist halt komisch. Na, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht aber auch nicht. So. Einmal fortbilden, danach gehst du nach Korsika. Das habe ich, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. Eine gewisse Flotte haben wir jetzt tatsächlich mittlerweile. Das ist ganz nice. Ah. Oh, Tatsache ist voll. Ja, ganz ehrlich. Sehr schön. Damit können wir jetzt auch Truppen ordentlich auf dem Wasser hin und her bewegen, ohne dass ich Angst haben muss. Wann wurde gelöst? Juckt, würde ich sagen. Pamplona. Können wir nicht weiter fortbilden? Ja, aber ach stimmt, wir haben alles schon voll, alles klar. Dann stellen wir mal ein bisschen was her. Das brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr Neues herstellen, da wir da eh keine Leute haben. Meinetwegen können wir hier was wegmachen. Kann man mal hier so hier nebenbei und da mal machen. Und du, mein lieber Freund, gehst los. Kommst du eh unten nochmal vorbei, dann kannst du von Toulouse auch mal ein paar Truppen mitnehmen. Oder die kommen dir entgegen.
Ja, ein paar Fußsoldaten wären nicht ungeil. Dann mach mal die bitte zuerst fertig, dann kommen die mit. Ups. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Hier können wir auch mal wieder loslösen. Zack, weil, ne, für die Leute, die es nicht wissen, ihr seht ja in Städten immer so in so einem blauen Hintergrund oder so einen grauen, ne? So ein kleiner Fact mal für nebenbei, für die, die es nicht wissen, wie gesagt. Der blaue Hintergrund, das geht nur bei Milizen, ne? Das heißt, für die hier bezahlen wir keinen Unterhalt. Für die Truppen schon. Weil es sind zu viele einfach. Das heißt aber, wenn ihr Städte halt Milizeinheiten drin habt, könnt ihr bis zu einem gewissen Grad kostenlos unterhalten werden. Hier zum Beispiel sind es nur 3 Truppen. Hier sind es mehr. Aber Florenz ist auch kleiner. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dem so ist. Können wir auch mal wieder größer machen, Florenz eigentlich. Ihr seid relativ alt schon. Du hast die Aufgabe hier aufzuräumen. Dabei bleiben wir auch. Kriegen die trotzdem nochmal eine Armee mit? Dann können die vielleicht nach Iraklion oder so. Na, geht mal nach Ragusa erstmal. Und wisst ihr was? Da kriegt ihr tatsächlich eine neue Armee. Komm. Wir gönnen mal heute. Heute sind wir richtig mal in Gönnerlaune. Sehr schön. Bologna ist voll. Braucht es eigentlich nicht mehr. Ich werde dennoch einmal ein paar öffentliche Gebäude bauen und danach werden wir ein paar Truppen loslösen. Rom werde ich das gleiche machen. Zack. Zack. Kann ich mit denen schon los? Oh, ich könnte schon tatsächlich. Ja, dann. Ja, wobei, wir haben jetzt da nicht so viele Truppen drin, ne? War eigentlich voll dumm, die Flotte loszuschicken, weil die ist jetzt mitten auf dem Wasser, ungeschützt und das ist ein einziges Boot. Man könnte meinen, das war nicht gut überlegt. Bleib's erstmal hier. Korinth wird weiter belagert. Smyrna ist theoretisch fertig. Damit können wir eigentlich die Venezianer hier wegmachen, dann stört er uns da nicht mehr. Die letzte Schlacht von Konrad einfach. Finde ich, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Aber ihr seht ja hier nebenbei das Boot. Das signalisiert auf jeden Fall, wenn wir das nicht schaffen sollten jetzt, dass der hier wieder in sein Boot reinfliehen kann. Das wäre jetzt ungeil. Also wäre geil, wenn wir den komplett auslöschen direkt. Mora Selvo hat gar nicht so schlechte Truppen da. Ja, wobei, wenn ich mir das genau angucke, 50-50. Schmutz, Schmutz. Die bringt ihm wahrscheinlich auch nichts. Schmutz. Ja, da können wir kurz zumachen. Ganz ehrlich, auch wenn er. Guck mal, er geht nicht mal ins Boot rein. Das stimmt, weil wir den Weg auch eigentlich blockiert haben. Never mind. Dann gehst du immer noch nicht sehr, bitte. Die stellen wir natürlich wieder her. Zack. Bauen wir auch weiter aus. Sehr gut, sehr gut. Die Konstantinopel ist immer noch rot im roten Bereich, aber ist nicht im Aufstandsmodus. Das ist gut. Wichtig. Dann du einmal. Warte. Thessaloniki hat sich komplett beruhigt. Sehr schön. Ja, machen wir mal eine Kirche hier, weil hier ist ja, glaube ich, noch die Orthodoxie, glaube ich, relativ groß. Dann können wir da nochmal ein bisschen was machen. Weil wir jetzt Katapulte hergestellt haben, ist wahrscheinlich auch der Ruhe im Kasten, ne? Wegen ein paar Katapulten, ey. Na gut. Du belagerst, wie gesagt, weiter. Dann gehe ich auf Nummer sicher. Bran stellt weiterhin her. Stimmt, die Mongolen. Die sollten wir weiter verfolgen. Besser ist es. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, warum wir die losgeschickt haben. Wobei, doch. Wir haben ihn ja jetzt nicht aus Spaß losgeschickt, sondern wir wollten ja die Mongolen zu Not triggern, falls sie nicht weiterlaufen. Tun sie jetzt aber. So. Never mind. Ja, sie haben Rüyasan irgendwie angegriffen, dann gehört das jetzt plötzlich den Russen. Ganz komisch. Wir können immer noch nicht aufgerüstet werden, ne? Ja, Thorn, Alter. Oh, genau die falsche. Genau die, die ich nicht brauche, aber gut. Kannst mal ein bisschen noch in den Osten marschieren, aber mal ein bisschen aufdecken. Ja, vielleicht sollten wir ein paar mehr Spione herstellen. Mal wir auch noch einen Attentäter. Kann man auch mitgucken. So, wie läuft es hier unten? Saragossa, wollen wir die Schlacht mal machen? Fragezeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, vollkommen verzählt. Läuft bei mir. 8, 9 sind es. Dann würde ich sagen, machen wir davon nochmal. Warte, jetzt bin ich gerade. 3, nee, so. Und dann greifen wir nächste Runde Saragossa an. Haben wir eine große Schlacht da. Ist, glaube ich, ganz cool. Zack. Fußball angeprangert, jojo, was auch immer. Und komm, weißt du, wir schnacken nicht lang rum jetzt auch, wir gehen direkt rein. Was haben wir denn da? 1000 Mann, 2 Generäle. Die Truppen sind jetzt nicht allzu scheiße teilweise.
Wie gesagt, Söldnerspähträger nicht zu unterschätzen. Ja, die Ballisten helfen jetzt hier nicht so. Armbrustschützen können ärgerlich sein. Ist okay. Die Armee ist nicht so schlecht. Wir werden die sowieso, denke ich, haben. Die Frage ist halt nur, wie viele Verluste nehmen wir mit, ne? Ich hoffe, dass sich das da im unteren Segment aufhält. Dass wir da nicht so viele Verluste jetzt mitnehmen. Automatisch hätten wir wahrscheinlich eventuell auch geholt, gehe ich von aus, ja. Okay, wir haben extra noch ein paar Türme gemacht statt Leitern, weil Türme sieht immer irgendwie cooler aus und so, keine Ahnung. Leitern ist ja immer ein Safe-Ding, dass sie ankommen. Gut, bis zur Mauer werden wir so oder so kommen, gehe ich von aus. Genau, Speerträger mal unten rein, das ist meine Devise. Alles andere kann gerne auf die Mauern. Du gehst dahin, du gehst tatsächlich mal dahin. Dahin, hallo. Boah, da bist du aber sehr weit weg. Na, trotzdem egal. Geht dahin. Und den letzten, weißt du was, den setzen wir auch nochmal hier hin. Ja. Ich würde sagen, dann nochmal alle kategorisieren. Wobei ich jetzt tatsächlich, glaube ich, mal die Speerträger rausnehmen würde. Also die würde ich mal extra in eine Kategorie stecken. Zack. So, dann. Zack. 3, 2. Alter, wie viel Kavallerie, ey. Und die Number One kommt den General mit nochmal extra Kavallerie als Schutz. Die haben eine komplett volle Armee gerade vor deren Toren stehen, Alter. Die haben bestimmt gar keinen Bock. Und ich kann's verstehen. Du gehst dahin, du gehst dorthin. Die beiden Kollegen, einmal dort, einmal dort. Let's go. Da wird jetzt mal komplett 180 Grad Drehung gemacht. Ja gut, sie müssen hier runter, ne? Okay, sie schießen nicht mit Ballisten die Türme, stimmt. Die haben nur Feuerpfeile wieder. Kavallerie rennt schon nach hinten. Ja, Leute. Ne, Saragossa sieht nicht gut aus. Ist das auch vor allem schon die letzte Siedlung von den Portugiesen? Das kann sein, oder? Oh shit, darauf hab ich gar nicht tatsächlich geachtet. Das könnte die letzte Bastion der Portugiesen gerade hier sein. Na gut, komm mal weiter, dann gönnen wir denen aber auch nochmal eine ordentliche Schlacht. Dass auch alles von uns angelaufen kommt. Ganz ehrlich, als Speerträger von den Portugiesen guckst du hier über die Zinn und denkst dir so, oh nee, ne? Heute ganz schlechter Tag. Heute wäre ich mal lieber liegen geblieben. Schön das Attest einreichen, Krankschreibung. Ja. Der ist auch noch ein bisschen lost gewesen. Sehr schön. Hier gibt es noch ein bisschen Stau. Aber wir kommen ran. Und wir haben nicht ein Belagerungsding verloren tatsächlich. Oh Leute, das zieht heute gar nicht. Das wird gar nicht euer Tag. Da hatten anscheinend auch die Bogenschützen gar nicht Bock, gut zu schießen. Na gut. Das krebelt hier noch so ein bisschen vor sich hin. Zack, zack. Ein paar Männer haben wir schon mal auf dem Weg verloren, aber das hält sich noch in Grenzen für eine Belagerung, würde ich sagen. Das wäre jetzt viel, viel schlimmer gewesen, wäre die ganzen Mauern voller Armbrustschützen gewesen. Ah, die kommen raus. Ja, Hallöchen. Ja, kommen wir doch rein. Da sage ich doch guten Tag. Na gut, die wussten, wir kommen eh rein, ne? Dann kann man nochmal die Tür aufmachen. Weißt du was? Jetzt preschen wir mal durch mit der Kavallerie. Wenn wir so weitermachen, ist der jetzt geht's richtig ab. So, hier kommen wir langsam rauf. Hier sind wir schon rauf. Alter, und dann guckt ihr da was mal von der Mauer. Ach, das Spiel sieht immer noch, nach so vielen Jahren, immer noch so geil aus. Sorry, für meine Meinung nach hat das kein Warhammer, kein Total War danach mehr so hinbekommen. Alter, guckt euch das bitte an. Jetzt kommt die ganze Kavallerie hier reingelaufen. Keine Chance. Wahrscheinlich würden wir sogar unsere eigenen Männer gerade überlaufen. Jetzt kommen auch hier die Türme endlich an mal. Ja, keine Chance. Wir preschen hier gerade so hart durch. So. Sehr strong, Leute. Sehr, sehr strong. Dann folgendes. Wir teilen auf. Jetzt sind unsere Belagerungstürme an der Mauer. Zack, zack. Wir werden sie erobern. Die 2. Läuft mal bitte hier lang. Oh mein, wir kannst kurz angreifen so, oder so. Bisschen entzerren. So, General, die Truppen kommen bitte in die Mitte, bitte. Zack, zack. General bleibt draußen erstmal. Die Moral dürfte hier drin momentan auch extrem hoch sein. Das wird kein Problem sein, wenn der nicht sofort dabei ist. So, die 3 ist sofort in Position. Dann bitte mal in die Mitte durchlaufen. Zack, und du gehst auf die Balliste. So, wir kriegen hier gerade Besuch, Speerträger. Na, das ist ein bisschen eklig eventuell.
Genau, geht immer da bitte rauf. Jetzt ist natürlich das Problem, die 1. Ah, warte. Ja, wir müssen damit raufgehen, komm. Ist auch beschissen. Du bist die 2. Ja, die 2 sollte eigentlich abhauen. Na, dann bleibt ihr halt da. So. Aber gut, wir haben ja auch gleich die noch hier. Helf mal mit, bitte. Helf mal bitte mit. Da sind ganz schön viele Sperrträger. Da. 87 sind da noch. General. Na, kommt noch nicht. Ne, na, ein bisschen. Er kann da kommen. Aber die Dinger schießen halt noch. Nur eingekesselt. Oh, hier oben ist komplett Sense. Komm, weißt du was? Helf mal mit. So. Gut euren Job, Leute. Ist schon erledigt. Ab in die Mitte durchdringen. Oh Gott. Alter. Da habe ich eventuell nicht drauf geachtet. Das gibt später Ärger, du. Alter. Na, scheiße. Da habe ich nicht drauf geachtet. Mir dann ballert das Ding einfach fröhlich vor sich hin, weil es das einfach kann. Hier ist einmal ganz nah außen rum, bitte. Schön auch hier sandwichen. Holt euch die beiden. Das ist dann ja wahrscheinlich der Anführer und der Erbe, ne? Oh, Leute, ey. Tut mir jedes Mal wirklich ein bisschen weh, eine ganze Fraktion auszulöschen, aber wir haben halt unsere Ziele und die müssen wir halt dann auch mal verfolgen einfach. Geht nicht anders. Rauf. Auch hier wird jetzt einfach geflohen. Verstehe ich. Rauf. Keiner besetzt mir die Mauern. General kann mitkommen. Alles ist abgesichert. Ich kann mich gerne mal um die kümmern. Ah, gehen ein paar von uns drauf. Der war auch sehr weit vorne. Die kommen jetzt auch. Alles klar, volle Kanne. Da kommen auch wir jetzt angelaufen. Mit den Sperrträgern. Euer größter Albtraum ist da, Leute. Keine Chance mehr. Aus allen Richtungen tatsächlich jetzt, ne? Und aus den drei Richtungen kommt vor allen Dingen wahnsinnig viel von uns. Hier jetzt nicht so viel, aber das ist so egal. Na, guck mal, dann siehst du das gerade hier als portugiesischer Ritter oder so. Da hast du keinen Bock. Hast einfach keinen Bock. Sehr gut macht ihr das. Dann können wir jetzt Folgendes einfach mal machen. Alle rauf. Wobei der General, na, der macht sich jetzt mal nicht schmutzig. Du bleibst hier. Glückwunsch. Du musst nicht kämpfen. So. Genau, für den Kaiser, der sich jetzt gerade, glaube ich, in Novgorod befindet. Am Arsch der Welt. Alter. Wie das voll hier einfach ist. Gar keinen Nerv hast du da mehr. Da ist der Anführer weg. Aber er hat nicht gesagt, der König ist tot, ne? Haben die Portugiesen doch noch vielleicht irgendwo einen Standpunkt? Standort oder so. Could be. Halt mal bitte kurz durch. Hier sind noch 25, 24 Ritter. Die müssen ja auch nochmal weg. So, den einen General haben wir auch schon mittlerweile. Bon. Na komm, machen wir den Rest ja auch nochmal weg. Da können wir sogar jetzt auf mal 6 gehen. Sehr schön. Das war eine ordentliche Belagerung, möchte ich meinen. Verluste. Boah. Okay, fast 700 Mann ist trotzdem noch eine gute Stange. Das ist noch eine gute Stange. Dafür, dass die vom Ding her nicht so gute Verteidigung auf den Mauern hatten. Also das heißt, wir kamen relativ leicht in die Stadt rein, haben wir gut noch Verluste eingefahren. Alles okay. Es ist vollkommen fein. Ah, die haben noch Valencia. Ah. Ah gut, und Lissabon haben sie auch noch. Ja moin. Habe ich komplett einfach vergessen. Reden wir nicht drüber. Bauen wir mal direkt hier aus, damit wir uns direkt einschleimen können bei dem Volke. Jetzt würde ich gerne eigentlich die Armee gleich fortbilden lassen in den Pamplona. Stellen wir nochmal hierher. Und nächste Runde geht Kollege Schnürschuh einmal los. Ah komm, wir nehmen da noch eine Kavallerie ein. Ah, kann ich mir nicht leisten. Ja moin. Ratschens kommen wir nicht in die Tüte. Dann gönnen wir uns nochmal einen Schwerträger, was soll's. So, du bist immer noch im Weg nach unten. Die drei Kollegen sollten fertig sein. Wobei, ich kann nur zwei mitnehmen. Never mind. So.
Bleiben kurz drin wegen den Sizilianern da. Das heißt, du fährst dann doch erstmal durch und wirst... Ja komm, du wirst einmal hier komplett rumfahren und den Typen hier mit seiner neuen Armee mitnehmen. Aber so. Ja, Exkommunikation, bla bla. Juckt. Das juckt hier wirklich niemanden. Den Kollegen müssten wir mal aufladen demnächst, ne? Unseren Rebellenvernichter. Aber der kann zum Beispiel... Innsbruck, kann der aufgeladen werden? Ich glaube nicht. Nee. Da müssen wir tatsächlich... Sag mal. Wir müssten ganz nach 10 oder so wieder zurücklaufen, ne? Weil ich ja richtig gut advanced bin in unserer inneren Kreis, ja. Na gut. Aber weißt du was, dann gehst du einmal, machst den nochmal weg. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Hamburg können wir auch nicht fortbilden, was soll das denn? Stockholm, wo drückt der Schuh? Gar nicht, sehr gut. Kann ich denn die... Also das ist mir jetzt gerade wichtig, weil ich die natürlich gerne aufladen möchte. Ah, dann schicke ich ja einmal nach Zayn zurück. Komm, machen wir jetzt keinen großen Palaver draus. So, was mit dir? Dich kriege ich da, glaube ich, gerade so nicht weg, ne? 18, der ist sogar noch jung. Da muss der mit. Hast das Privileg, tatsächlich in den Krieg ziehen zu dürfen. Glückwunsch. Kriegst habe ich jetzt gerade nicht hier, ne? Na doch, hier. Na ja, komm. Versuchen wir. So, denn da möchte ich mich auch immer mal wieder drum kümmern. Wie gesagt, um dass wir Ketzer und Rebellen aus dem Land entfernt halten.